Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo zusammen. Und der Marc Hagenbeck freut sich jetzt schon ein zweites Loch in den Hintern, weil er irgendein Thema hat, das er toll findet. So sieht's aus. Wir kommen aber erstmal heute am 12. Februar zu dem Geburtstagskind des Tages. Und das ist wer? Das ist ja das Thema, auf das ich mich so freue. Wer denn? Ich sing mal ein kleines Liedchen an, ja? Oh, dann wisst ihr es sowieso. Ach du Scheiße. Ding, 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 Bonanza. Ding, 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 ding. Michael ding, Lenn, ding, ding. Nein, der Lorne Greene. Ach so, der Papa. Genau, der Ben Cartwright. Ben Cartwright war das, der nicht genannt hat. Am 12. Februar 1915 geboren. Ja, der nicht genannt hat, der Michael Lenn war ja der genau. Little Joe. Der Little Joe. Genau, Ben Cartwright alias Lorne Greene. Genau. Alias Gala... Bitte? Kampfstern Galactica, da hat er auch gespielt. Kampfstern Galactica. Kampfstern ja. Galactica war so eine, der, ja, genau. der zu der Zeit von Star Wars ja. irgendwie auch gemacht worden. Ne? Stimmt, das habe ich auch mal ganz gerne geguckt, eigentlich Kampfstern Galactica. Aber erstmal natürlich wesentlich präsenter als bei Bonanza, ne? Ja, klar. Genau. Lone Green. Lone Green. Ja. Ich habe einen Fakt des Tages. Ja. Heute am Fakt des Tages haben wir mal so richtig einen raus. Ja. Pass auf. Auf der Erde leben genauso viele Hühner wie Menschen. So. Da guckst du blöd, ne? Ach ja, da gucke ich wirklich blöd. Ja. Genau, die meisten sicherlich irgendwie in Gefangenschaft. Ja. ja. Aber es leben genauso viele Hühner wie Menschen auf der Welt. Ach du liebe Zeit. Wer hätte das gedacht? Ja. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Hast du noch was zum 12. Februar? Ja, am 12. Februar hält sich schon seit 3 Wochen, oder ab dem 12. Februar hält sich für 3 Wochen das Lied von Werner Wichtig, Pump Up Das Bier, in den deutschen Charts. Ach, das war doch dieses Cover. Das ist Cover von Pump Up The Jam. Pump ne? Up The Jam, pump it up. Why your feet are stomping and the jam is pumping. Und der hat halt gesungen, Pump Up Das Bier, Pump es jetzt, Pump es hier, genau. Ja, das war natürlich so ein lustiger Cover. Ja. Ein lustig Cover. Ging so. Wer hat das gesungen? Werner Wichtig. Werner Wichtig. Werner Wichtig. War im bürgerlichen Leben hieß er Peter Lustig. Vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Mit Latzhose. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr könnt hier in die Comments noch was reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Daumen hoch am besten. Und auf die Seite von Marc Hagenbeck auch noch gehen, weil der ist ja Mentalist und Gedankenleser. Und der ist ja voll der Bühnentyp, ne? So Alter. Entertainer, Psychotainer und was. Ja, das bin ich wohl. Das weiß ich. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Abonniert den Kanal, abonniert ihn jetzt, abonniert ihn hier. Ach du Scheiße.